Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 142 von Arboreon. Ja, letztes Mal sind wir hier an der Forschungsstation gewesen, haben da ein bisschen was geforscht, haben Sachen zusammengefügt und haben dann bessere Sachen rausgekriegt. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, was wir denn da insgesamt noch haben. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal nicht zu Ende geguckt. Das machen wir dann jetzt gleich nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen. I, und was haben wir denn hier so drin? Okay, wir haben hier zwei legendäre Waffen. Okay, haben wir die schon gehabt? Weiß ich nicht. Gucken wir mal hier. Auf jeden Fall ist dieses hier, glaube ich, neu. Legendär Festinstallation. Da haben wir noch weitere. Also dieses hier müssten wir, Kanonier benötigt, 0, Bergbau. Was sind das? Einzigartig kann nur einmal installiert werden. Ersetzt Kanonier und Pilot mit KIs. Achso, dann brauche ich gar keine Leute mehr. 6 große vertikale Kratzer, okay. Und sonst? Ne, Material, Seltenheit war schon richtig, so. Gut, dann könnt ihr nochmal gerade hier in die Forschungsstation gucken. Was können wir hier forschen? Was ist das hier? Ein Xotan-Wurmlochgerät. Wo ist denn das? Im Frachtraum oder wo? Fraktionstorkarten-Update. Haben wir irgendwo Karten auch gesammelt oder was? Torverbindung im Gebiet der Fraktion. Okay. Weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Rekonstruktionstoken ist klar, das haben wir gerade gesehen. Okay, aber wo liegt denn das hier? Xotan Wurmlochgerät. Okay, dann sag ich mal, da brauchen wir eine Dingensstation nicht. Das war es dann schon. Dann, nee, das war falsch. I wollte ich. Wo ist denn das Teil jetzt? Das habe ich doch nicht eingebaut, oder? Sprungreichweite plus 7. Das sind so Geschützdinger. Hier ist doch nur das eine Teil. Achso, hier sind ja auch nur Karten, ne? Ist das im Lagerraum? Wo finde ich das Ding, den Wurmlaufteil? Okay, das ist was anderes. Hier sehe ich das nicht. Hier sowieso nicht. Also ich muss definitiv hier eine Leistung, Rechenleistung zum Freischalten möglich. 43.000, Rechenleistung 59.000, 31. Aber 31.000 bedeutet, dass ich mein Schiff verdammt nochmal groß machen muss, ne? Tab, was haben wir hier? Achso, hier ist noch eine. Finde ein mysteriöses Artefakt. Okay. Ich muss noch ein paar Artefakte haben, damit es noch vorangeht, ne? Obwohl das Wurmloch-Ding jetzt ist, weiß ich nicht. Drei Kratzern. Sechs Kratzern. Sieben Kratzern. Okay. Ah, das Add-on wahrscheinlich. Was haben wir hier? Heute eine Sturzwerke auf dein Schiff an. Das sind alles Aufgaben, die ich jetzt hier sehe, oder? Die habe ich alle noch nicht erledigt. Der Wissenschaftler. Die Forscher. Sammle drei legendäre Subjekte. Operation. Achso, hier sind noch die Nachrichten. Okay. Kaufe drei Bergbaujäger. Muss ich das auch noch? Das ist ja krass. Okay. Und die Notrufe, naja, die brauche ich jetzt gerade nicht machen, ne?
Das ist neutral, das ist positiv, ja. Aber wo das Wurmlaufgenerator ist, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Den hatte ich doch da eben gesehen. Der, als ich angedockt war, ne? Das ist jetzt komisch. Irgendwie ist das auch ziemlich voll hier, ne? Den Filter dran? Nein. Hier müssen wir was tun, damit wir Dingens kriegen. Dafür müssen wir müssen definitiv das Schiff größer bauen. Das ist ganz entscheidend gerade. Aber wenn ich jetzt hier reingehe, ne, in die Forschen, ne, dann habe ich das Teil hier. Wo finde ich das? Xotan-Wurmloch-Generator. Wurmloch-Gerät, nicht Generator. Naja, da brauchen wir jetzt hier nichts machen, aber ich bin gerade überfragt, wo ich das Teil finde. Da ist er. Benutzen. Okay, da warten wir erstmal mit. Schisser. Aber wir müssen erstmal unser Schiff größer machen, haben wir ja gerade gesehen. Wir müssen das andere Teil da noch reinbauen, dafür muss unser Schiff größer werden. Ist das da eine Dingens, Ressourcendepot? Ich glaube, da könnte ich dann erstmal schauen, dass ich da meine Ressourcen gerade loswerde, die ich hier im Schiff habe, oder? Ja. Ist schon einiges Schwieriges jetzt gerade zu tun, glaube. Wo ist jetzt die Station geblieben? Da. Dann fliegen wir da mal näher ran gerade. Jetzt hier auch ein Dockingport, aber brauchen wir ja nicht gedockt. Hohe Erze. Drei, sieben, zwei, sieben, sieben, vier, drei. Das war's. Und das kann ich nehmen. Und jetzt müsste mein Frachtraum ja leer sein, oder? Ich hätte ja auch alle klicken können, wahrscheinlich, ne? Ausbeute. So, jetzt lass mal nochmal Frachtraum gucken. Ja, Altmetall ist noch drin und Stahl. Braucht man das? Also hier geht ja nicht sowas handeln. Haben wir sonst noch was, was wir hier machen? Crew, schwarzes Brett. Finde die verschwundenen Frachter. Okay, da gibt es richtig Kohle für. Könnte ich ja mal machen, ne? Aber eigentlich. Ist das jetzt gerade nicht so wichtig? Nee, da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Allianz auch nicht. Da wollte ich hin. Eine Wissenschaft da. Nee. Das war die letzte Mail hier. Der Feind meines Freundes ist ein. Ja, okay, ein Combat Instructions. Ach, hier sind so viele Sachen. Hallo, wir müssen reden. Nee, das war das falsche Fenster. Das andere wollte ich gerade. Bewege dich in Richtung der Barriere und warte auf weitere Informationen.
Okay. Erforsche ein Artefakt, erledigt. Lies die Mail des Abenteuers. Sammle drei legendäre Subsysteme, keine Xotan-Artefakte sind. Okay, das habe ich noch nicht. Was einen Sender gefunden, der mir nach einer Teilnehmer der sogenannten Operation Exodus aussendet. Ich glaube, das ist schon zusammengesammelt, aber da fehlen wahrscheinlich noch welche. Dann How to Use Fight is a complete guide. Your friend, okay. Kaufe drei Bergbaujäger. Your friend. Warum ist denn das jetzt Englisch? Gründungsschiff auswählen, okay. Wir wollen bauen. Was bauen wir? Das ist die Frage, ne? Dieses Schiff ist ja eigentlich jetzt zu klein, ne? Jetzt müssten wir eigentlich... Dieses Teil könnte man so als Kopf nehmen, ne? Ja, wir haben jetzt nicht genug Antrieb, das habe ich mir auch schon gedacht. So, da können wir jetzt was anderes reinbauen. Nehmen dieses Teil hier. Smarte Hülle, haben wir hier Gerüst? Ja, haben wir. Bauen jetzt hier ein riesiges Gerüst dran, was ich tatsächlich auch diesmal aber größer machen möchte. Und... Möchte ich aber da schon zentral ran haben, habe ich. So, das ist jetzt unser Teil, was wir bauen, ne? Und hier bauen wir jetzt den Antrieb dran. Ja. Müssen wir jetzt mal kleiner machen. Triebwerk. Ist das da mittig? Sehe ich jetzt so schlecht. Kostet uns 30.000. Nee, ich würde es so gerne noch breiter machen, ja. Da kriegen wir richtig Power. Rechenleistung geht auch hoch. 6.000. Hyperraum Cooldown dauert länger. Mechaniker brauchen wir 20 dazu. Energie brauchen wir ohne Ende dazu. 78, wir haben 166. Vielleicht ist ein bisschen groß, ne? Oder? Machen wir mal 50. Machen wir mal so. Oh, das Ding ist aber dick. Ist aber nicht schlimm. So, dann würde ich jetzt das Gitter nochmal nehmen. Steuerung. Kopieren. Auch nutzen. Okay, das war jetzt aber... Können wir es rotieren? Ja, können wir rotieren. Ne, so ist falsch rum, so ist richtig rum. Okay. Und dann müssen wir aber... Das einkürzen. Und wir machen mal eine Spiegelachse an. Ah, das war falsch. Spiegelachse ist hier. Spiegelachse ist da. Würde das jetzt mal so machen wollen. Sieht schon ganz gut aus, denke ich. So, das machen wir wieder aus jetzt, oder? Ne, können wir auch anlassen, die Spiegelachse. So, und da hängen wir jetzt Energiecontainer dran und Generatoren.
Nehmen wir mal den da kopiert, Steuerung C, Steuerung V und hängen die Generatoren dann da dran. Okay, die sind jetzt zu teuer. Können wir auch kleiner machen, ne? Machen wir mal so, 30er. Die würde ich jetzt aber dann doch nicht dahin machen, sondern irgendwo anders hin machen. Ins Herz der Maschine sozusagen, ne? Ja, machen wir dahin. Jetzt brauchen wir Energiecontainer, würde ich noch dabei machen. Also die haben wir schon so groß. Die legen wir gleich hinten dran. Ne? 5,1. Wir erzeugen auf jeden Fall schon mal genug Energie. So, jetzt müssen wir das Drehen noch alles hinkriegen. Trägheitsdämpfer, Generator, Triebwerk, haben wir. Korrekturdüsen. Die können wir mal hier hin machen. 60 haben wir noch, 5000 kosten die, aber die sind mir noch zu groß. So, oder? Sieht erstmal gut aus. Beschleunigung ist jetzt nicht das Beste, steht. Der Höchstgeschwindigkeit ist nicht das Beste. Also ist unser Triebwerk noch zu klein. Haben wir genug erzeugte Energie? Wohl, nee, haben wir auch nicht, wie es da steht. Drehen und wenden. Und weißt du was? Wir machen das erstmal. Lass mal einmal da rausgehen. Okay, das Teil fliegt erstmal. Korrekturdüsen sind ja ganz nett. Aber drehen tut er ganz schlecht. Das heißt, da müssen wir dran arbeiten. Und wir haben natürlich Besatzungsmitglieder nicht genug, ne? Da sollten wir mal ganz schnell wieder zum Stationen da fliegen. Wenn wir dann da hinkommen noch, ne? Ja, doch, geht wohl. Also rollen geht gut. So, da sind wir schon gedockt. Crew anheuern. Wir brauchen Mechaniker. Die haben ja keine Mechaniker. Wir brauchen 20. Nehmen wir mal 25 mit. Anheuern. Die brauchen wir hier. So, jetzt ist gut. Jetzt ist wieder alles im grünen Bereich. Das können wir nochmal gerade checken. So, hier gerade mal wegkommen. Das geht gut. Ja, das mit dem Drehen, da müssen wir noch ganz stark dran arbeiten. Okay, das Rollen ist sehr gut. Ja, okay, ich würde aber sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Gerne Kommentare schreiben, gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, dann bauen wir weiter an dem Ding, dass es mal ein bisschen größer wird. Der Thomas Stähler hat das ja immer so gesagt. Und ich glaube, jetzt sind wir mal in einer Dimension, die vielleicht mal größer ist. Alles klar, bis dann. Ciao.